Guten Tag, meine Damen und Herren. Als wissenschaftlicher Geschäftsführer des UFZ möchte ich Sie sehr herzlich willkommen heißen zur ersten Jahreskonferenz von NFDI for Biodiversity. Wir freuen uns als UFZ ganz besonders, für diese Veranstaltung Gastgeber zu sein, hier im Kubus. Und es ist natürlich für uns wichtig, dass hier etwas entsteht, was sozusagen zukunftsweisend ist. Wie viele wissen, hat sich das UFZ schon sehr früh auf dem Gebiet der Biodiversitätsforschung, aber auch speziell dem Thema Biodiversitätsdaten und Datenbanken gewidmet und war mit mehreren Departments bereits in den 90er Jahren auf diesem Gebiet unterwegs. UFZ hat sich früh beteiligt an der DFG-geförderten German Federation for Biological Data. Wir sind seit 2018 institutionelles Mitglied der GF Bio. Wir sind auch Co-Applicant dieser Initiative und besonders erwähnen möchte ich auch noch das seit inzwischen 3 Jahren gestartete ELTER-Projekt, in dem wir als sozusagen Vorbereitung eines ESFRI, also als ESFRI-Initiative in Vorbereitung eines sogenannten ERICS, 450 Observatorien in Europa in einem gemeinsamen Daten- und Denkraum zusammenführen wollen. Da wird auch sehr wichtig sein, sich in den Methoden, in den Standards, in den Vorgehensweisen sich zwischen ELTER und NFDI for Biodiversity abzustimmen. Heute ist die Region Halle-Leipzig-Jena ein Hotspot nicht nur der Biodiversitätsdatenerzeugung, sondern der Biodiversitätsforschung. Beide Dinge gehören natürlich auch sehr eng zusammen. Und IDEF ist inzwischen ein europäischer und internationaler Leuchtturm, der primär von den drei Universitäten Halle, Leipzig und Jena und dem UFZ getragen wird. Und jetzt auch eine gesicherte Langzeitperspektive hat. Aber dazu wird Christian gleich auch noch etwas sagen. Zum Schluss ein Hinweis auf die neue Vision auf europäischer Ebene mit dem schönen Namen Destination Earth, die das Ziel hat, hochaufgelöste, funktionale, digitale Zwillinge der Umwelt als Basis für die Entwicklung geeigneter Klimaschutzmaßnahmen zu entwickeln. Und da werden Biodiversitätsdaten und die Biodiversitätsforschung auch eine ganz zentrale Rolle spielen. Nochmals, ich freue mich auf die Beiträge und übergebe an Christian Wirth, den geschäftsführenden Direktor des IDIF, für sein Grußwort.